ist nicht nur ein Ort, sondern ein entscheidender Moment in der Geschichte. Für mich wird das immer der Moment sein, als ich zum ersten Mal einen T-Rex gesehen habe. Ich meine, wir können zwar nicht in der Vergangenheit leben, aber irgendwie tun wir genau das, oder? Wieso sollten wir da nicht auch ausgestorbene Parks wiederbeleben können? Und mit diesen schönen Worten heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Jurassic World Evolution Building Projekt. Und zwar möchte ich heute mit euch einen, wie nenne ich das Projekt eigentlich? Ein Wildlife Dinosaurier Park bauen. Und der Name kommt daher, dass ich es versuchen möchte, genau andersrum mal zu machen. Und zwar die Besucher einzusperren und die Dinosaurier sozusagen frei auf dieser gesamten Fläche herumlaufen zu lassen. Dafür müssen wir natürlich gleich erstmal einige Sachen in den Sandkasteneinstellungen ändern und so weiter. Und ein paar Sachen ausprobieren auf jeden Fall, weil wir müssen halt gucken, wie wir das genau umsetzen können. Ob wir jetzt wirklich hier einmal um den kompletten Rand einen Zaun ziehen müssen oder ob das auch klappt, wenn man einfach einen Zaun von hier bis hier baut zum Beispiel, dass dann die Dinosaurier da nicht durch können und so weiter. Das müssen wir alles ausprobieren, aber ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal ein paar Einstellungen und dann geht das Ganze hier los. Kommen wir direkt mal zu den Sandkasteneinstellungen. Die sind sehr, sehr wichtig für unser Projekt. Wir müssen jetzt mal eben gucken, was wir einmachen, was wir ausschalten und so weiter und so fort. Ich würde sagen, wir gehen am besten jeden Punkt einmal durch. Häufigkeit von Dinosaurierkrankheiten, die machen wir auf aus erstmal. Dann machen wir auf jeden Fall Wetter an und zwar, wir machen mal erstmal nur Regen an. Dann machen wir einen Tag-Nacht-Zyklus rein, weil das finde ich immer ganz schön, aber wir machen den auf 2 Stunden. Dinosaurier-Ausbrüche machen wir auf jeden Fall aus. Stromausfälle machen wir aus. Keine Lebenserwartung machen wir unbegrenzt, damit die Dinosaurier nicht sterben. Aufträge aus, Geld unbegrenzt. Vielfalt, Schwierigkeitsgrad, das ist alles erstmal egal. Die Schwierigkeitsgrade brauchen wir jetzt nicht beachten. Unbegrenzte Futterstation ein, das ist sehr praktisch. Unbegrenzt Strom natürlich ein. Brutvorgänge können nicht fehlschlagen ein. Sozialanforderungen, kann man die auch ausstellen? Da deaktiviert, das ist sehr gut. Weil das werden wir definitiv brauchen, weil Dinosaurier haben ja eine Begrenzung, mit wie vielen Artgenossen bzw. anderen Dinosauriern sie in einem Gehege leben möchten, ohne dass sie unzufrieden werden. Und wenn das deaktiviert ist, sollten die nicht vorhanden sein. Bestandsanforderungen sind auch deaktiviert. Habitatsanforderungen machen wir auch aus. Das heißt, die Dinosaurier sind auf jeden Fall glücklich, egal in welches Gehege wir sie stecken, auch wenn es nur so ein 4x4-Kästchen ist. Hammond-Gebühr brauchen wir nicht. Kampfhäufigkeit, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Den müssen wir, glaube ich, auch auf ausmachen, weil wenn wir jetzt zum Beispiel einen T-Rex in unserem riesigen Gehege, sage ich dann mal, haben, der würde ja jeden anderen Pflanzenfresser töten. Und das wollen wir ja gerade vermeiden. Es war ein bisschen schade, dass die dann gar nicht mehr kämpfen, aber immer noch besser, als wenn innerhalb von einer halben Stunde alle unsere Pflanzenfresser wieder vor die Hunde gehen. Pflanzenfresser können Kämpfe beginnen, machen wir dann logischerweise auch aus. Also das sind jetzt unsere Einstellungen. Damit möchte ich es jetzt versuchen. Und dann gucken wir mal. Dass der Park hier so verwildert und verwuchert ist und dass hier überall Wasser und sowas ist, das kommt mir in diesem Bauprojekt eigentlich eher zugute, weil ich möchte das später ja so machen, dass wir hier so ein paar Besucherstationen haben und der Rest soll natürlich so natürlich aussehen wie möglich und das ist ja hier schon einigermaßen gegeben. Das werde ich natürlich dann auch noch so ein bisschen anpassen, bearbeiten und sowas. Das ist ja selbstverständlich, aber wir müssen jetzt erstmal ein paar Dinge ausprobieren und zwar müssen wir uns mal eben hier erstmal, ich habe das Ganze jetzt mal hier so vorbereitet, ich habe hier vorne eine Einschienenbahnstation gemacht, dann eine Wegverbindung. Also mit der Einschienbahn eine Wegverbindung geschaffen nach hier hinten. Und hier sind 2 Entwicklungslabore. Brütet einmal ein Tyrannosaurus Rex ohne Genomsveränderung. Und 2 Ankylosauren. Die sind einfach nur gleich unsere Testsubjekte, nenne ich sie mal. Weil wir wollen jetzt ja erstmal ausprobieren, ob man wirklich hier die gesamte Insel umrunden muss. Oder ob es reicht, wenn man bis zum Rand hier baut. Dafür würde ich sagen, machen wir nochmal so eine Beobachtungsgalerie hier rein. Einfach nur für die Besucher, damit hier ein paar mehr angelockt werden, gleich zum Testen. Das, was ich jetzt hier alles aufgebaut habe, das werde ich alles abreißen, wenn ich dann gleich weiß, wie das Ganze funktioniert. Ich mache jetzt mal hier so Navis geht hier zum Rand. Dann schauen wir mal. So. Könnte auch einen dicken Zaun machen. Das ist, glaube ich, ziemlich egal, oder?
Also gehe ich jetzt mal von aus, dass es nicht wirklich wichtig ist, was für einen Zaun ich mache. Ich habe ja sowieso eingestellt, dass die Dinosaurier nicht ausbüchsen und sowas. So, dann mache ich nochmal eben hier. Auch so nah, wie es geht, zum Rand. Und dann hoffe ich einfach mal, dass das so ausreichen würde, damit die Besucher nicht verschreckt werden hier von den Dinosauriern. Und dass die Dinosaurier dann nicht hier rumgehen können. Aber das sollte eigentlich klappen. Wir schauen mal. Ich bin sehr gespannt. Ich würde sagen, ich ziehe hier außen auch nochmal eben so eine Umrandung hin. Einfach nur, damit der T-Rex und die Ankies gleich sich hier schön nah in dem Bereich aufhalten. Und damit wir auch sehen, dass sie da wirklich nicht durchkommen. Wenn ich das nicht machen würde, kann es ja auch sein, dass die einfach ganz woanders hinrennen, also hier hinten und sowas. Das möchte ich halt vermeiden. Es regnet hier in Strömen, wie ihr seht. Und die beiden Ankylosauren sind schon in unserem, ja, in Anführungszeichen, Gehege angekommen. Der T-Rex, der landet auch gleich. Und dann werden wir sehen, ob unsere Besucher, die gerade irgendwie nicht vorhanden sind, Angst haben vor den Dinosauriern oder nicht. Oder ob es reicht, wenn ich hier bis zum Rand baue. Bin ich sehr gespannt. Na, er landet jetzt. Sollte auch die Ankylosauren nicht angreifen oder sowas. Mit den Einstellungen, die ich jetzt habe. Da ist er gelandet. T-Rex fühlt sich wohl. Schreit erstmal. Geht hoffentlich jetzt nicht auf die Jagd. Das einzige Problem, was ich jetzt habe, dass hier keine Leute sind. Es sind vorhin schon einige Leute rübergefahren. Nach hier hinten. Das habe ich dann mal ganz schnell unterbunden, indem ich die Einschienenbahn hier deaktiviert habe. Aber irgendwie sind jetzt gar keine Leute hier. Sind da welche drin? Oh, da sind welche drin. Viele Besucher habe ich denn im Park? Schauen wir mal eben. 422, das kommt ja wohl nicht hin, oder? Die paar Leute, die hier drin sind. Und die paar Leute, die hier rumlaufen, sollen 422 sein. Ah ja. Oder sind die auch in diesen Gebäuden? Ich glaube, die sind auch in den verschiedenen Gebäuden drin. Ich würde es halt jetzt gerne mal sehen, wenn hier Leute wären, ob die Angst haben oder nicht. Weil ich habe ja, wie gesagt, ja nicht irgendwie sowas zugebaut oder so. Ich habe einfach nur bis zum Rand gebaut. Aber ich glaube, das reicht aus. Das wäre ja ideal. Ich glaube, ich baue nochmal eben noch so eine zweite Beobachtungsgalerie hier hin. Weil ich glaube, wenn ich eine Galerie baue, dann kommen da automatisch Leute raus. Das finde ich immer sehr witzig bei Jurassic World Evolution. Genau wie bei Hotels. Man kauft sich sozusagen mit den Gebäuden neue Besucher dazu. Ist total witzig. Müsst ihr mal jetzt gleich drauf achten. Wir gucken mal eben. Wir warten mal eben, bis das Ganze fertig ist. Aber ich denke, ihr habt auf jeden Fall schon verstanden, was ich dann vorhabe, ne? Also ich werde immer die Besucherbereiche einkreisen mit Zäunen und nicht die Dinosaurierbereiche. Also genau umgekehrt. Dass die Dinosaurier sozusagen freilebend sind. Und die Besucher sind die Gefangenen. Oh, da laufen schon welche rum. Kommt gerade aus der Beobachtungsgalerie. Und die scheint keine Angst zu haben. Also das sieht gut aus. Wir warten trotzdem noch mal kurz hier ab. Kommen da jetzt Leute raus? Wird jetzt meine Theorie hier bestätigt oder nicht? Anscheinend nicht. Doch, seht ihr. Wir haben uns Besucher in dem Park erkauft. Ist das nicht nice? Okay, jetzt kommen sogar einige Besucher hier raus und die scheinen alle keine Angst zu haben. Und wenn ich jetzt hier den Zaun wegmache, dann müssten die Angst kriegen. Hoffe ich doch. Aber wenn dem dann so ist, dann können wir das auf jeden Fall so machen, wie ich es geplant habe. Dann brauchen wir hier am Eingangsbereich den Zaun wirklich nur einmal so bis an den Rand führen und dann reicht das völlig aus. Oh, jetzt kommen hier sogar einige Leute raus. Nicht schlecht. Schauen wir gleich mal. Der T-Rex erwacht da hinten gerade. Seht ihr es? Gucken, ob die gleich Angst haben. Oh oh. Schnüffelt schon. Jetzt kommt er rüber. Oder geht er jetzt gar nicht auf die Leute los, weil ich Dinosaurierkämpfe ausgestellt habe? Das ist wirklich interessant gerade, ne? Die Leute scheinen immer noch keine Angst zu haben. Das heißt, ich kann sogar Besucher und Dinosaurier zusammenlebend machen, oder wie? Oder haben die das einfach nur nicht gecheckt? Das ist echt eine gute Frage. Wir müssen jetzt eigentlich einmal kurz
abwarten, bis der T-Rex hier hinten angekommen ist. Was er hoffentlich gleich tut. Ich habe jetzt hier das Ganze ein bisschen beobachtet. Und die Besucher haben jetzt auf jeden Fall Angst bekommen, jetzt wo er so nah gekommen ist. Also Angst ist auf jeden Fall vorhanden. Aber eine Dinosaurierbedrohung scheint nicht da zu sein. Ich glaube, der T-Rex ist nicht wirklich darauf aus, die Besucher hier anzugreifen. Jetzt legt er sich schlafen. Er ist halt absolut nicht darauf aus, die Besucher anzugreifen. Sehr, sehr komisch. Ich möchte aber noch eine Sache vorher ausprobieren, bevor ich das ganze Projekt jetzt hier starte. Und zwar, wie es ist, wenn der T-Rex zum Beispiel hier steht und somit relativ nah hier an dem Weg ist, ob die Besucher dann verschreckt sind, weil hier ja der Zaun offen ist. Das werde ich nochmal eben einmal testen. Der Rex hier hat den Kopf unten und sollte jetzt... Jo, er kippt um, ist betäubt. Die Gefahr ist gebannt, meine lieben Leute. Können wieder zurück auf die Wege. Und dann bringen wir ihn mal eben hier rüber. Und dann schauen wir mal, wie das dann sein wird. Ich bin da sehr gespannt. So, wir können sogar den Weg... Ich habe hier eine Futterstation. Die nehme ich mal eben weg. Und dann können wir den Weg sogar noch mal ein bisschen näher an den Zaun führen. Gucken, ob da irgendein Besucher hingehen wird. Wahrscheinlich nicht. Aber wir könnten ja... Meint ihr, wir könnten hier noch so ein Restaurant oder sowas unterbringen? Nee, das passt leider nicht. Mal schauen, ob die jetzt Angst haben. Weil wenn die Besucher Angst haben, dann können wir das so leider nicht machen. Dann müssen wir uns was anderes überlegen. Weil wäre ja doof, wenn die Besucher dann die ganze Zeit Angst erfüllt durch meinen Park rennen. Aber die beiden hier, die schlendern ganz gemütlich und entspannt in Richtung T-Rex. Also dass das hier offen ist, scheint die halt nicht zu stören. Sieht gut aus. Also ich glaube, der Parkrand zählt wirklich als Parkbegrenzung, also als Gehegebegrenzung. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich habe das Ganze jetzt noch ein bisschen beobachtet und es hat wirklich keine Angst. Ihr seht ja, die Besucher gucken da sogar hin, zeigen dahin, sind aber nicht angsterfüllt, dass hier der Zaun nicht geschlossen ist. Also das funktioniert alles super. Ich habe ja gesagt, danach können wir starten. Das stimmt aber noch nicht ganz, weil ich möchte noch eine andere Sache ausprobieren. Und zwar auch eine Sache, die ich noch nie gemacht habe oder ausprobiert habe. Wir bauen mal eben hier schnell so ein Gehege hin. Und eine Gyrosphäre, weil wir werden ganz, ganz viel in diesem Park mit Gyrosphären arbeiten. Da freue ich mich schon mega drauf. Und ich frage mich, ob es möglich ist. Machen wir hier auch den Zaun weg. Weil ich möchte hier eine Verbindung schaffen. Ich frage mich, ob es möglich ist. Hier kann ich natürlich nichts bauen. Machen wir das mal eben hier hin. So, ich frage mich, ob es möglich ist, wie bei dieser Einschienenbahn einfach zwei Gyrosphärenstationen zu verbinden. Und dann hat man auch so eine Wegverbindung sozusagen. Ich habe ja hier auch einfach hierhin gebaut. Und dann hierhin. Und dann konnte ich hier wieder einen Weg bauen. Und ich frage mich halt, ob das funktioniert. Weil das wäre echt gut, wenn das klappen würde. Dafür machen wir mal eben hier nochmal was weg. Hier nochmal den Zaun weg. Und dann gucken wir mal. Ich bin mega gespannt. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Dann werden wir das mit Einschienenbahnen lösen müssen. Aber es wäre schon cool. Weil sonst müsste man auch immer sozusagen Kreisläufe bauen. Das heißt, ich müsste hier eine Strecke bauen, die dann wieder hier zurückgeht. Und wenn das anders möglich ist, kann ich zum Beispiel auch hier eine Strecke bauen, die dann so irgendwie durch ein Waldgebiet geht und dann zum nächsten Besucherbereich, die dann hier andockt und dann kommt man hier an. Das wäre ja schon cooler, als wenn man immer im Kreis fährt. Stelle ich mir auf jeden Fall besser vor. Machen wir mal die Route und dann schauen wir mal. So, einfach ganz stumpfsinnig. Nein, das geht leider nicht. Sieht auf jeden Fall so aus, dass es nicht geht. Vielleicht auf die andere Seite andocken. Ah, schade, das geht nicht. Das ist wirklich schade. Das hätte ich mir echt gewünscht. Weil ihr versteht, glaube ich, was ich meine, ne? Dann hätte man echt immer so, ja, mit einer Gyrosphäre so eine Verbindung schaffen können. Das heißt, wir müssen mit den Gyrosphären auf jeden Fall Kreisläufe machen. Also hier anfangen und hier zurück. Aber wir werden trotzdem richtig, richtig viel mit den Gyrostationen arbeiten. Das steht auf jeden Fall fest. Und ich würde sagen, jetzt beginnen wir mit dem Bauprojekt. Wir fangen an mit unserem Wildlife Dinosaurierpark.
Und ich habe hier so eine ganz, ganz kleine Fläche schon mal von Bäumen befreit und so ein bisschen geglättet. Aber ich will hier gar nicht zu groß bauen, weil ich möchte auf jeden Fall versuchen, so viel Natur wie möglich hier zu behalten und so wenig Gästeanlagen wie möglich oder so kleine Gästeanlagen wie möglich zu bauen. Der Anfang ist immer eine der schwersten Sachen, also die mir zumindest am schwersten fallen, weil der Anfang ist immer sehr, sehr ausschlaggebend, wie man den Rest des Parks dann baut. Und ja, wir haben ja immer mit den Beigen, ich finde ja die Beigenwege eigentlich immer schicker, ne? Ich mir die so angucke. Aber wir haben jetzt in den letzten zwei Parks auch hauptsächlich mit denen gearbeitet, deswegen würde ich fast sagen, dass wir diesmal diese grauen Wege benutzen. Hier könnte man auch, ja, aber die sind doof, weil man hat hier keinen breiten Weg. Das bietet sich also eher nicht an. Könnten wir mal so machen. Also im Prinzip möchte ich jetzt auch erstmal hier so ein paar Fressbuden und sowas haben. Was müssen wir hier noch haben? Wir müssen auf jeden Fall eine Gyrosphäre unterbringen. Wir können ja erstmal eben überlegen, genau. Wir müssen eine Gyrosphäre unterbringen, vielleicht so eine Beobachtungsplattform auf einem so ein bisschen erhöhten Platz. Ansonsten ein paar Fressbuden. Ein Hotel im Eingangsbereich könnte man machen, muss man aber nicht machen. Vielleicht eine Ranger-Station wäre vielleicht noch ganz vernünftig, ne? Aber dann wird das alles schon wieder so groß hier. Ich will eigentlich gar nicht so groß bauen. Naja, ich würde erstmal sagen, wir fangen jetzt einfach an mit ein paar Fressbuden. Das kann nie schaden. Ist immer sehr, sehr gut. So, hier ein Restaurant hin. Machen da jetzt auch gar kein großes Trara raus. Wir platzieren die Sachen einfach. Ja, die Bar mache ich gleich hier hinter. Immer echt schade, dass der Isla Nublar Park oder der Platz zum Bauen so klein ist. Ich hätte echt gerne mehr Platz. Dann könnte ich auch mal einen Park bauen, wo ich jeden einzelnen Dinosaurier zum Beispiel unterbringe. Das wäre ja auch schon mal nice. Wir könnten das auch hier so machen. Das machen wir mal eben. Ob das klappt. Wenn ich jetzt zum Beispiel, genau, hier einen Weg lang führe. Kann man ja auf jeden Fall machen. Machen wir ja auch mal. Und dann, wo haben wir die Bar? Da. Die kommen dann sozusagen hier in die Ecke. So. Sehr schön. Das passt. Und dann machen wir hier vier Geschäfte hin. Was haben wir hier noch? Fossiliengebiet. Guck mal, das könnte man doch auch passend zu der Bar hierhin machen. Und dann brauchen wir noch einen relativ großen Laden für die andere Seite. Gucken wir mal, was der Kleiderladen kann. Ja, der kommt von der Größe hin. Und dann sollte das schon mal ganz nice aussehen. Dann kommt man hier rein und hat erstmal hier so eine richtig schöne große, ja, Essens-, Trinken- und Einkaufsmeile. Das gefällt mir ganz gut. Wird natürlich jetzt schon wieder echt riesig alles. Naja, wenn wir mal gucken, wie groß der Platz hier noch ist, dann geht das eigentlich. Kommt mir nur gerade sehr riesig vor. Wir werden aber auf jeden Fall mehr Platz brauchen, als ich vorbereitet habe. Das sehe ich jetzt schon. So. Perfekt. Und dann müssen wir mal gucken. Zu viel will ich gar nicht mehr hier unterbringen. Also an Fressbuden und sowas reicht mir das, denke ich mal. Wie sieht denn das aus hier mit den Läden? Schauen wir doch mal. Wir fliegen mal eben so rein. Sieht man das ganz gut aus Besucherperspektive. Guck mal, hier so ein Restaurant mit so einer Schädelstatue. Das ist schon mal ganz nice. Hier links ist der Kleiderladen, glaube ich, ne? Genau, und dann hier einmal an der Ecke die Bar und hier an der Ecke die Fossilienzone. Das sieht eigentlich ganz cool aus, gefällt mir. Und das mit den grauen Wegen ist auch ganz nice. Sieht halt einfach aus wie so ein asphaltierter Platz. Also das passt, denke ich. So, was brauchen wir denn noch auf jeden Fall? Wir brauchen auf jeden Fall noch ein Zäune drumherum. Ein Aussichtsturm werde ich hier, glaube ich, nicht mehr hinbauen. Weil ich möchte die Aussichtstürme auch wieder so ein bisschen erhöht machen, damit man eine schöne Übersicht hat. Und ich glaube, hier werden wir einfach keinen Platz dafür haben. Frage ist, was fange ich noch mit dem Platz hier an? Na, wenn ich den Zaun hier relativ nah ziehe. Ich könnte eigentlich auf dieser Seite. Das machen wir, glaube ich, mal. Könnte ich, glaube ich, die Gyrosphärenstation hinmachen. Versuche die mal möglichst parallel hier auszurichten. Das ist ja immer so eine.
Oh, guck mal, so passt das doch schon. So, dann würde ich fast sagen, dass wir die einfach ganz stumpf. Könnten die eigentlich hier so hinmachen schon direkt, ne? Könnten wir den Weg hier nochmal entfernen? So. Ich hoffe, ich kann den jetzt noch ziehen. Ja, das passt. Und dann machen wir die eigentlich möglichst nah hier ran, damit wir schön Platz sparen. Ja, sollte ungefähr hinkommen. Möglichst gerade. Gehen so nah ran, wie es geht, würde ich sagen. Das geht aber ganz schön nah ran. So. Genau. Und dann müssen wir den Weg wieder ziehen. Passt. Okay. Dann haben wir auf dieser Seite schon mal diese Station. Und dann könnten wir auf dieser Seite einfach parallel die sozusagen andere Station bauen. Und zwar die Einschienenbahnstation. Die brauchen wir auch. Wir können ja leider keine Verbindung zwischen den Gyrosphärenstationen machen. Was echt traurig ist und schade, aber gut, wir machen das Beste draus. Ist auf jeden Fall mal was Neues. So ein Bauprojekt habe ich auch noch nicht gehabt. Dass alle Dinosaurier sozusagen wildlebend sind. Finde ich aber mega cool, freue ich mich mega drauf. Ich hoffe, euch gefällt das. Oh, wie weit ich hier reingehen kann. Krass. Ist ja richtig Neues. Ich muss nochmal gucken, dass ich hier den Winkel einigermaßen hinbekomme. So. Genau, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr dieses Bauprojekt findet. Beziehungsweise die Idee bis jetzt. Viel mehr ist es ja noch nicht. Das ist alles so ein bisschen. Das ist immer dieses Problem mit diesen Asphaltwegen. Das ist alles so grau in grau. Aber ist halt mal was anderes, ne? Dass man mal ein bisschen mehr asphaltiert hat. An sich ist das schon ganz cool. Und ich will ja auch platzsparend arbeiten. Wir müssen jetzt mal überlegen, was machen wir hier am Ende hin? Was macht da Sinn? Wir könnten auch einfach den Weg hier enden lassen und so einen Zaun hier fortmachen. Ich habe mal eine Idee. Weil im Prinzip brauchen wir für die Besucher hier an dieser Stelle nichts mehr. So, machen wir eben. Versuch das mal eben so, wie ich mir das gerade denke. So, und dann müsste man, das wird natürlich jetzt hier kritisch, dann müsste man sozusagen hier den Weg auch noch weiterführen. Könnte man hier mit so einem dicken Weg machen. So, jeder Stück ausfüllen. Und dann könnte man hier so eine dicke Mauer ziehen. So. Und dann würde das Ganze einfach da hinten enden. Dann hat man so einen kleinen Bereich für die Besucher, wo die in 4 Läden haben. Hier eine Station, womit sie dann hier schon die erste Wildlife-Tour sozusagen haben, durch das wilde Gehege. Und hiermit kommen sie dann zur nächsten Besucherstation. Sollte an sich ausreichen. Ich muss mal gucken, dass ich hier das noch vernünftig hinbekomme mit dem Weg. Aber das kann ich gleich für euch rausschneiden, weil das wird wahrscheinlich sehr, sehr viel Fummelarbeit. Und ansonsten würde ich gerne noch hier eine Ranger-Station vielleicht hinter machen. Das kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Die ist halt auch sehr, sehr groß. Gut, das bleibt nicht aus. Jetzt würde ich einfach hier hinter machen, hinter die Mauer. So. Und dann machen wir hier den Zaun hin, machen hier ein Tor vor, dass der Ranger direkt rausfahren kann. Und dann haben wir schon unseren ersten Bereich so gut wie fertig, würde ich sagen. Ich habe das hier mit dem Weg jetzt gelöst. Ist hier ein bisschen breiter geworden jetzt, aber ging nicht anders. Aber das passt, denke ich mal schon. Regnet natürlich gerade jetzt, aber soll uns nicht weiter stören. Wir müssen noch eine Wegverbindung irgendwie hier zu der Ranger-Station natürlich schaffen. Das könnten wir gegebenenfalls einfach mit einem Weg hier so lang machen. Und dann hier, ich denke mal, das ist die beste Lösung. Einfach so. Und dann sozusagen hier einmal so ein Querweg. So, seht ihr. Haben wir das gerade. Und dann haben wir auch die Ranger-Station untergebracht. Könnt ihr natürlich den Zaun jetzt wieder
zumindest bis zum Rand hier führen. Navigiert. So. Und dann hat man ja schon so eine kleine Abschirmung. Hier ist dann der Weg zur Ranger-Station. Und dann geht es natürlich schon darum, dass wir hier einen Zaun ziehen. Ich würde sagen, wir arbeiten mit diesen Zäunen. Und jetzt nicht die kleinsten Zäune, jetzt auch nicht die heftigsten Zäune. Also das sollte passen. Gehen wir hier schön da an den Rand und dann sollte das ja schon reichen. Dann müssen wir gucken, dass wir gleich noch hier so ein paar Bäume unterkriegen. Ich könnte mir vorstellen, dass das schwierig wird. Oh, das passt eigentlich. Hier werden wir auch noch einige Bäume hinmachen. Hier wird das mit dem, auf der Seite wird das mit dem Zaun auch viel, viel schwieriger werden. Wegen der Einschienenbahn, weil die ist ja nicht so mega darauf ausgelegt, dass man da unbedingt Zäune hat. Jetzt die Frage, machen wir das so bis hier oder führen wir es die ganze Zeit gerade weiter und haben dann noch so einen kleinen Grasstreifen, können wir eigentlich machen, ne? Passt, denke ich. So. Kann ja auch mal ein bisschen eckig bauen, ne? Es muss ja nicht immer alles abgerundet sein. Ist halt jetzt mal alles total eckig. Habe ich aber. Beim letzten Mal habe ich halt alles eher mal so ein bisschen rundlich gebaut. Man kann ja auch mal ein bisschen Abwechslung reinbringen. Wir glätten hier erstmal nochmal. Die. Was ist denn jetzt hier richtig? So. Die Gegend nochmal hier auf die richtige Höhe bringen. Es ist alles ein bisschen huggelig hier noch. Okay, kann man auf jeden Fall machen. Und dann kommt hier natürlich ein Tor hin, damit die Jeeps von der Ranger-Station direkt hinausfahren können, wenn was ist. So, und jetzt kommt die schwierige Seite, weil man hier halt keinen Zaun bauen kann. Das heißt, wir müssen erstmal gucken, wie nah kann man hier rangehen. So nah, wie es scheint. So, das hat sogar ganz gut geklappt. Hier ist es noch ein bisschen uneben, aber das soll uns gerade nicht weiter stören. Hier können wir dann vielleicht gleich noch den ein oder anderen Baum hin platzieren. Dann würde ich auch hier sein, dass wir einfach bis hier vorgehen. So, und dann haben wir sozusagen unsere erste Station so gut wie fertig. Wir müssen jetzt nur noch hier so ein bisschen die Erde anpassen. Ist natürlich jetzt auch alles auf einer. Wieso ist denn das hier so rudelig? Und jetzt hier die richtige Höhe. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe hier schon irgendwie einen Höhenknick drin. Seht ihr das? Das stimmt doch hier nicht, oder? Ich habe hier schon irgendeinen Höhenfehler eingebaut. Seht ihr das? Ist doch gar nicht. Ich glaube, die Ranger-Station ist nicht auf der richtigen Höhe. Das muss ich gleich nochmal eben fixen. Das mache ich aber ohne euch. Und wie gesagt, wir müssen jetzt eigentlich nur noch hier ein paar Bäumchen hinziehen. Und dann haben wir unseren ersten Teil soweit fertig. Das ging recht schnell. So, die Ranger-Station ist jetzt auf der richtigen Höhe. Das passt soweit. Machen wir hier nochmal. Und wir können eigentlich erstmal schon mal Schienen bearbeiten. Weil das beeinflusst die Bäume, die ich dahin mache, jetzt gleich sowieso mit den Schienen hier. Dann würde ich sagen, machen wir einmal so. Und wir werden hier auf jeden Fall auch noch einen Kreislauf machen. Das heißt, wir führen das Ganze so weg. Sehr schön. Und jetzt müssen wir mal gucken, was wir an Bäumen hier noch hinbekommen. Aber wir kriegen sogar noch einen oder anderen Baum hin. Das ist ja nicht schlecht. Ich würde fast sagen, dass wir hier am Rand einmal allgemein entlang gehen, dass das hier so ein bisschen versteckt ist. Ich hätte vielleicht auch noch hier eine Beobachtungsgalerie oder so hinbauen können. Ja, hier müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Hier mache ich mal erstmal noch keine Bäume hin, weil hier wird ja sowieso diese Strecke langführen. Ich weiß nicht, ob mir das hier gefällt. Ich glaube, die Bäume lasse ich mal weg. Sieht halt eher ein bisschen. Ach, jetzt habe ich wieder Bäume hingemacht. Wollte Büsche machen. Sieht dann halt so ein bisschen so aus. Kann man, denke ich, mal machen, so als ersten Bereich. Wie findet ihr es denn? Schreibt es mir mal auf jeden Fall mal in die Kommentare. Ich denke mal, die Idee dahinter kann man schon
erkennen, oder? Also das ist sozusagen die erste Besucherstation mit ein paar Fressbuden und natürlich einer Rangerstation. Hier müssen auch die Bäume noch weg, sehe ich gerade, aber das machen wir alles beim nächsten Mal. Und ich würde sagen, jetzt zum Ende der ersten Folge von unserem Wildlife Park machen wir erstmal noch eben schnell eine vorläufige Ausbrütstation fertig. Die mache ich mal eben hier hinten fertig. Und dann brüten wir schon die ersten Dinosaurier hier aus, die wir in der Wildnis freilassen. Ich habe jetzt hier mit der Einschiebbahn einfach hier hinten eine zweite Station gebaut, zwei Entwicklungslabore hingesetzt. Und dort brüten wir jetzt erstmal vorläufig unsere Dinosaurier aus. Das werde ich später auch noch irgendwie schöner gestalten, aber ich will mich jetzt erstmal mit diesen ganzen Besucherbereichen und sowas befassen, deswegen habe ich das jetzt erstmal einfach vorläufig hingemacht. Und ich habe auch schon unsere ersten Dinosaurier ausgebrütet und ihr seht, es sind Triceratopse geworden. Hier haben wir 4 Stück und hier nochmal jeweils 2. Was heißt jeweils 2? Einmal 2. Das heißt, wir haben insgesamt 6 Triceratopse und das werden unsere ersten Dinosaurier sein, die hier unser Gehege, kann man ja nicht sagen, unsere Insel sozusagen bewohnen dürfen. Und die lassen wir jetzt mal frei. Hier haben wir 2 mit dem Alpinmuster. Einmal hier oben und hier unten. Und 2 mit dem Küstengebietsmuster. Wir gucken mal hier den mit dem Alpinmuster eben an. Und da kommt er. Ja, kein Gehege, mein Lieber. Die Freiheit ruft. Hab natürlich da hinten auch Futterspender hingemacht. Ne, irgendwie irgendwas zu essen brauchen die ja. Die müssen wir ja später auch auf jeden Fall sinnvoll verteilen, damit sich die Dinosaurier auch sinnvoll auf der Insel verteilen. So, dann lassen wir mal einen mit Küstengebietsmuster frei. Schauen uns das mal an. Oh ja, das ist sehr, sehr dunkel. So schwarz-weiß. Cool. Leider sehr, sehr schattig hier gerade. Weil die Sonne hinter dem Entwicklungslabor steht. Aber man kann ihn schon ganz gut erkennen, den Skin. Wir können uns die ja gleich auch in der Sonne nochmal angucken. So, und zu guter Letzt haben wir hier noch das Steppenmuster. Die anderen 3 sind nochmal genau die gleichen. Jeweils ein Steppenmuster, Küstengebiet und Alpin. Der sieht dem von vorhin ziemlich ähnlich. Vielleicht nicht ganz so gefleckt, aber ansonsten so viel Unterschied ist da, glaube ich, nicht. Wir gucken gleich nochmal in der Sonne uns die an. Lassen jetzt aber erstmal eben hier noch die anderen frei. Oh, das müssen wir uns ja nicht angucken. So. Dann können die Dudes mal raus. Und dann schauen wir mal hier beim Futtertrog unsere ersten glücklichen Dinosaurier in Freiheit. Also der ist auf jeden Fall ein bisschen heller. Rennt da hin. Mal zum Wasser. Der hier ist so, ja, schwarz-weiß. Und der hier, das ist unser... Nee, ist nicht unser letzter, oder? Wartet mal. Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Die sehen sich auf jeden Fall relativ ähnlich. Und ich würde sagen, dass wir immer am Ende jeder Folge mehr und mehr Dinosaurier hier auf unserer Insel freilassen. Und dann sollten wir am Ende, wenn unser Park fertig ist, eigentlich eine sehr, sehr schön belebte und bewohnte Insel haben, denke ich mal. Und ihr könnt natürlich, wie immer, schöne Namensvorschläge für diese 6 Triceratopse in die Kommentare schreiben. Und mit etwas Glück seid ihr dann schon hier die Ersten, die sich hier auf dieser Insel verewigen. Würde ich mich mega drüber freuen. Ihr könnt mir auf jeden Fall auch mal eben unten in die Kommentare schreiben, wie euch die Idee von diesem Projekt gefällt, ob ihr darauf Lust habt, ob ihr Ideen für mich noch habt, was ich bauen könnte und so weiter. Und ansonsten würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bei der zweiten Folge von unserem Wildlife Dinosaurier Park. Macht's gut, haut rein, euer Dandy.